Willkommen an einem wunderschönen Abend zurück bei Dragon Quest 11 und wie immer am Anfang eines Streams und für die Leute bei YouTube eine kleine irgendwas dazwischen geworfen ist. Natürlich erstmal, was bisher geschehen ist. Auf der Suche nach einem Weg nach Antiqua begibt dufter Typ sich auf eine Mission, um seinen Vater zu retten, König Alvin von Eschenburg, den eine elende Bestie namens Gramverschlinger in einen traurigen Geist verwandelt hat. Dabei erhält er eine Vision von Eschenburg vor seiner Zerstörung, erfährt die Wahrheit über diesen furchtbaren Tag und erlebt mit, wie Hagrimors Machenschaften zu einer unsäglichen Tragödie geführt haben. Wieder in der Realität angekommen, macht dufter Typ sich sogleich daran, den Gramverschlinger zu töten. Als er ihm den Todesstoß versetzt, erhält sein Vater wieder seine wahre Gestalt zurück. Die Stimme, die ihn sicher durch das Labyrinth der Träume und Erinnerungen geleitet hat, stellte sich als die seiner Mutter Königin Eleanor heraus, die nun gemeinsam mit dem erlösten König Alvin in die nächste Welt weiterzieht. Das Siegel auf der Hand unseres Helden leuchtet auf und er spürt, wie die Kraft des Lichtbringers in ihn zurückströmen. Nachdem die Wahrheit darüber, was vor so vielen Jahren geschehen ist, seinen Entschluss bekräftigt hat, den Fürsten der Schatten zu töten, bricht er mit seinen Gefährten auf, um die Mission fortzuführen. Und damit, wie gesagt, willkommen zurück zu Dragon Quest 11. Mein Name ist dufter Typ. Unser Charakter ist dufter Typ. Ich glaube, da sind Parallelen zu erkennen. Für die, die noch nicht so, ja, die erst frisch dabei sind. So, wir sind nach Zwistanbul als letztes gereist. Das war unser Zwischenstopp. Hier sollten wir kurz einen Halt machen. Und Zwistanbul wird komischerweise von Monstern regiert. Eigentlich war hier mal eine Kampfarena. Die gibt es jetzt irgendwie nicht mehr. Aber apropos Kampf und Kämpfen, auch ich habe wieder offscreen einiges getan. Ich habe nochmal ein paar Level geholt. Mir ging das nämlich mega auf den Keks. Deswegen beginnen wir erstmal mit dem Charakterbaukasten. Wir haben nämlich einige Punkte zu verteilen. So, und zwar dürfen wir jetzt endlich mal wieder Lichtbringer-Fähigkeiten lernen. Die wollen wir auch gleich nutzen, denn die sind gar nicht mal so schlecht. Zick lässt Blitze auf eine Gruppe von Gegnern niederfahren. Plopp sorgt dafür, dass eine Gruppe von Gegnern sich in Luft auflöst. Ich glaube, ich bleibe lieber bei den Blitzen. Die sind ein bisschen besser, würde ich behaupten. Was haben wir hier? Geschick plus 10. Was hätten wir denn hier? Flinkheit plus 10. Das ist eigentlich beides ziemlich geil. Was macht das hier? Erzeugt eine heilige Aura, die dafür sorgt, dass schwächere Monster die Gruppen meiden. Oben, ja. Okay. Dann lieber den hier. Ja, das nehmen wir auch noch mit. Die paar Punkte haben wir noch zur Verfügung. So, was haben wir jetzt hier für eine coole Fähigkeit? Kräftigung. Der Nutzer setzt alles ein, was in ihm steckt, um augenblicklich gekräftigt zu werden. Ah, das kostet 25 Punkte. So ein Mist aber auch. Dann steigern wir halt eben für die restlichen Punkte erstmal die Stärke. Und was haben wir hier? Abhärtung. Verwandelt einen Mitstreiter für mehrere Runden in Stahl, sodass er erstarrt. Aber auch gefreit. Ne. Oder, naja gut, dadurch würden wir diese Fähigkeit noch freischalten. Ah, nein. Lieber einmal auf Flinkheit setzen. Das liefert doch ein bisschen mehr. Und was haben wir hier noch? Ausdauer plus 10. Gut, okay. Soll reichen. Mir wurde außerdem nahegelegt, ich soll mal für dufter Typ eine zweite Waffe anlegen. Ja, kann ich mal machen. So, wir brauchen hier noch ein bisschen was. Hier haben wir nämlich auch noch ein paar Punkte zu verteilen. Schützendes Schwert. Ja, nehmen wir mit. Genauso wie den Metallhieb. Ich finde das schon nicht verkehrt, solche Sachen mitzunehmen. Sternschnalzer. Ah, das ist eine Peitsche. Peitschen sind nicht so geil. Oh, Charme plus 40. Das ist cool. Oh, Überraschung. Talentpunkte erhalten. Das ist ja mal interessant. Man kann auch mal Talentpunkte bekommen, wenn man eine Überraschung annimmt. Sehr interessant.
Okay, das ist jetzt nicht so. Goldrausch. Nee, das wollte ich nicht. Was haben wir hier nochmal? Charme Plus. Flinkheit oder Charme? Ach komm. Nee. Wir nehmen lieber die Flinkheit. Einfach um ein bisschen besser ausweichen zu können. So, unser Opa Bodo will auch noch ausgerüstet werden in der Klauentechnik. Was haben wir hier? Treffende Klaue. Punkte drauf. Gar kein Drama. Was haben wir hier? MP-Absorption plus 4. Her damit. Das ist nämlich bombastisch gut. Büchsenöffner. Störender Stupser. Nee, nehmen wir einen Büchsenöffner mit. Perfekt. So, und Hendrik ist auch noch dabei. Nur der ist eher auf Beehänder spezialisiert. Da bleiben wir auch drauf. Hemmungsloser Hieb. Das klingt schon mal sehr interessant. Sehr betörend. Und was haben wir hier? Nochmal ein Elementarangriff. Nehmen wir. Gekauft. Und für gut befunden. Ah, hier oben haben wir noch was. Angriffskraft mit Schwertern. Das hätte ich vielleicht nochmal machen sollen. Egal. So. Was können wir jetzt noch machen? Wir könnten überlegen, uns einmal nochmal schnell eine neue Waffe zu kaufen. Nochmal einen zweiten Drachentöter oder so. Wenn wir schon hier gerade in einer Stadt sind. Boah, der hat mich jetzt aber hier gerade eben ein bisschen wuschig gemacht. Ich habe nicht damit gerechnet, dass der hier auf einmal anfängt, so durch die Gegend zu tänzeln. So, für den Waffenladen müssen wir eine Etage runter. Den haben wir dann hier. Hallo. Verkauf mir etwas. Genau, den Drachenspalter, so hieß das Ding. So. Wunderbar. Ein bisschen Geld haben wir zum Glück. Jetzt können wir nämlich Gegenstände, Ausrüstung erst einmal kurz. Wo haben wir den denn jetzt? Wir haben den doch gekauft, oder nicht? Bin ich blöd? Wo ist denn jetzt der Drachenspalter hin? Hä? Nach Typ sortieren? Jetzt habe ich hier ein Kieslinger Breitschwert. Ist aber nicht so gut. Wasser, Zombie. Eriks Dolch. Habe ich den jetzt doch nicht gekauft? Habt ihr gesehen, ob ich das Ding jetzt gekauft habe oder nicht? Weil eigentlich wollte ich Duftertyp einen zweiten Drachenspalter anlegen. Mann, ey. Kleinen Moment, das kriegen wir jetzt heraus. Nein, das will ich nicht haben. Nee, tatsächlich haben wir das Ding nur einmal. Ja, dann, ja. Es war mir ein Vergnügen. Du sollst es nehmen. Ihr könnt nicht mehr Gegenstände tragen, soll irgendwas abgelegt werden. Ja. So, wollt ihr denn auch gleich ausrüsten? Ja. Hä? Wait. Habe ich jetzt hier gerade was verpasst? Habe ich vergessen? Oh nee, sag mir nicht, ich habe vergessen. Im Charakterbaukasten bei Duftertyp Schwerter die Zweihändigkeit auszurüsten. Nee, Beidhändigkeit. Erlaubt das Führen einer Waffe sowohl in der linken als auch in der rechten Hand. Ja, warum will er das dann nicht? Geht doch. Na also. So, jetzt wird es hier richtig ekelhaft, glaube ich. Weil Duftertyp macht so schon gar nicht so wenig Schaden. So, wir wollen ins Casino. Das Casino lockt uns jetzt am meisten. Das hat aber nichts damit zu tun, dass wir im Casino tolle Gewinne erzielen wollen. Sondern im Casino herrscht wohl ein weiterer Dämon, Bösewicht. Die haben die Kampfarena in einen... in eine Spielhölle umgewandelt. Erzähl mir was. Wer bist denn du?
Ich wette, du bist neugierig, was sich hinter dieser Tür verbirgt. Hm? Nun, dann will ich's dir sagen. Ganz besondere Roulette-Tische. Aber dort dürfen nur VIPs hinein. Tut mir leid, aber ich kann da nicht jeden dahergelaufenen niemand reinlassen. Wenn du natürlich unbedingt da rein möchtest und, sagen wir mal, einen Liebestrank hättest, dann könnte ich es mir vielleicht anders überlegen. Na, was meinst du? Okay. Gleich im Casino. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt sogar noch Casino-Spiele spielen. Nur um einen Liebestrank zu bekommen. Liebestrank. 10.000? Oh boy. Na gut, dann gibt's wohl nichts anderes. Komm. Der Mindesteinsatz beträgt ein Jeton. Möchtest du diese Runde spielen? Ich habe gar keine Jetons. Dann muss ich mir wahrscheinlich bei dem Dude hier erstmal Jetons kaufen. Aha, Jetontauscher. Super, 2000 habe ich schon mal. Dann hoffen wir mal das Beste. Eine ordentliche Partie Poker wäre auf jeden Fall geiler, als hier jetzt mit Jetons zu spielen. Einarmige Banditen sind nämlich echt nicht so mein Ding. Und dann auch noch mit 5. Das ist ja eklig. Durch Drücken von hoch und runter bestimmst du, wie viele Jetons du bei jedem Spin einsetzt. Wenn dann drei oder mehr gleichzeitige Symbole in der Reihe stehen, bleibst du auf die... Naja, komm, probieren wir's. Ja, ja und... Oh! 300? 300. Bin mir irgendwie noch nicht so ganz sicher, ob es nicht irgendwas... Ob es nicht irgendwas gibt, womit wir schneller an diese Jetons kommen? Ja, zumindest haben wir schon mal 1095. Deswegen, ich hasse einarmige Banditen, weil es nämlich genau so abläuft. Es ist random. Kann ich das irgendwie beeinflussen? Nee. Wir haben irgendwie einen komischen Metallbonus, was auch immer das bedeutet. Metallbonus! Ja, was bedeutet denn das? Bei jedem erfolgreichen Spin verdienst du jetzt die doppelte Anzahl an Jetons. Okay. Ach, ist das ja entspannend hier. Super, 200 wieder dazu. Ach nee, 300. Warum 300? Das waren noch 4. Ich glaube, irgendwer versteht hier sein eigenes Spiel nicht. Nein, es muss doch irgendeine Möglichkeit geben. Ach, ich habe noch Silberspins übrig. Ach, fuck. Das war jetzt echt blöd. Ist nicht irgendwas, was wir anstelle von spielen können?
Irgendwas, was irgendwie ein bisschen weniger eintönig ist. Scheinbar nicht. Was haben wir denn hier? 100 pro Walze. Aha. Okay. Begleite Schnurdiseus auf eine große, auf ein großes Abenteuer und gewinne Jetons für jedes Hindernis, das ihr gemeinsam überwindet. Im Gegensatz zu normalen Spielautomaten kannst du hier bestimmen, wann die Walze stehen bleiben. Aha. Du hast sogar die Möglichkeit, das Spiel zu automatisieren und den Automaten die ganze Arbeit machen zu lassen. Ah ja. Wait. Hä? Nee. Das ist mir noch bescheuerter. Damit verliere ich ja noch mehr Geld. Dann bleiben wir lieber bei den richtig beschissenen Spielen hier drüben. Mindesteinsatz 100. Ah, man kann sich hier sozusagen hocharbeiten. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay, wir kassieren wieder irgendeinen coolen Metallbonus. Doppelte Anzahl. Ich bin mal gespannt. Ob es denn irgendwas bringt. So, wie viel kassiere ich denn jetzt? Okay, alles klar. Super, damit haben wir unser Pensum erreicht. Ne, danke. Achso, ich habe ja noch ein paar von den Bonusspielen über. Naja gut, dann hauen wir diese Bonusspiele halt eben noch auf den Kopf. So blöd das jetzt hier ist. Achso, 3x60. Bah. Schon ein bisschen ekelhaft hier. Nee, aber das reicht mir jetzt hier tatsächlich. Nee, das reicht. Ja, ich bin sicher, dass ich aufhören möchte. Ich habe jetzt genug. Ich brauche nicht mehr. Dankeschön. Jetzt hole ich mir diesen Liebestrank. So, und was legst du dafür weg? Du legst dafür auch die Schlummerblume weg. Passt schon. Und die Fragezeichen-Tränke. Na, wobei. Sind wir doch mal so frei. Wir nehmen hier das Ding für 100.000. Einer reicht. Ab in den Gegenstandsbeutel. Pferdemist. Danke. So ein Schwachsinn. Diesen süßen, lieblichen Geruch würde ich überall erkennen. Du hast meinen Liebestrank gebracht, stimmt? Stimmt? Ja. Hihi, fantastisch. Ich kann es kaum fassen. Mein ganz eigener Liebestrank, endlich. Ach, dieser erdige, würzige Duft. Den würde ich überall erkennen. Das ist der bittersüße Duft der Liebe. Endlich ist das Objekt meiner Zuneigung in greifbare Nähe gerückt.
Glückwunsch, als VIP gehörst du nun zu unseren wichtigsten Kunden. Viel Spaß an den besonderen Roulette-Tischen. Hoffentlich gewinnst du den Jackpot. Du hast ihn verdient. So, es wäre mir kein Wunder, wenn Jade hier irgendwo durch die Gegend geistert. Bin mal sehr gespannt, was hier so abgeht. Kaum zu glauben, dass es mal eine Kampfarena war. Na klar, du komisches, freundliches Urhaffen hier. Yay. Yay. More lambs to the slaughter, eh? Wait. Du bist doch wohl nicht besessen. Und einen schönen guten Abend, Tommy. Das ist doch Jade. Huh? Can it really be? Princess? Hendrik, what's a man as dull as you doing in a place as lively as this, hmm? I suppose even fine, upstanding knights of the realm need a cheap thrill every now and again, eh? Well, are you ready to play? Ich habe eigentlich nicht vor, gegen dich zu kämpfen, meine Süße. What's the matter, Henny Wenny? Cat got your tongue? Is the king's little lapdog scared of a bit of fun? I've been pining for a puppy, as it happens. Maybe I'll choose you, if you sit up and beg like a good boy. Also irgendwas stimmt mit der Ollen nicht. Jade, listen to yourself, lassie. What's happened to you? Stop all this nonsense and come with us, will you? In case you've forgotten, Mordigan's still out there. We need you. Oh, be quiet, you doddery old fool. You're ruining the mood. Wow, Mordigan's still out there. Well, he can stay out there for all I care. Das ist nicht die Jade. I'm Burgers now. He's the only one that matters to me. My heart. My soul, my body. What? Mädel! Why in the world would I want to join your band of do-gooders? I'm happy here. Happy for the first time in my life. Das ist eine ganz böse Illusion. You will behave like one. This den of iniquity is no place for a lady. You are coming with us. I'm going nowhere, and you can keep your hands to yourself. What would you know about ladies anyway? Tell you what, why don't I give you a crash course? My foot crashing into your face. Das ist zumindest mal ein geiler Spruch im Englischen. Aber tut mir leid, Missy. Ich glaube, du wirst jetzt einfach mal von uns verprügelt. Ist ja niedlich. So, mal schauen, was können wir machen? Turbotanz lässt ein Lied, das die Angriffskraft der gesamten Gruppe erheblich steigern lässt. Das klingt schon mal geil. Ha! So, und jetzt kommst du dran. Ich bin mal gespannt, was der Quadra-Hieb an ihr ausrichten wird.
Okay, 177. So, Siegelied. Nee, das bringt nichts. Wir bleiben weiter bei Perlentor. Und du hast Willeschwung des Schwertes, das eine ganze Menge Schaden anrichten kann. Das klingt gut. Das war nicht wenig. Das war aber auch nicht wenig Schaden. Oh la la. Das ist aber ein hässliches Grinsen von ihr. Hört mal auf zu betören. Die soll das mal lassen, bitte. So, Muntermacher. Nee, Stepptanz. Das ist gut. Bitte den Henrik aus Betörung raus. Gucken wir uns nochmal die normalen Angriffe an. Naja, es hätten vielleicht auch 140 sein können. So. Dann nutzen wir doch mal einen Giga-Hieb. So. Nieder mit dir. Die arme Kleine. That's enough foolishness. Come along with us, will you? Oh dear. Well, isn't this awkward? You appear to have nobbled my number one croupier. I suspect that means you don't know who you're dealing with. Let me introduce myself. I am Booga, Spectral Sentinel, the Maker of Hearts, Smasher of Heads. Okay. We've heard of him, right? Oh, he's the one who turned Octagonia into such a silly spectacle. Honey, you have no taste. My pretty little kitty cat. Look what the nasty people did to you. King Booga will punish them. You'll see. Step away from the princess, fiend. She is coming with us. You've come to steal away my pretty, have you? No, no, no. That just won't do. Pass auf, wir machen einen Deal. Erst klatsche ich dich, dann klatsche ich nochmal Jade und dann klatsche ich dich nochmal richtig. Not after I went to all the trouble of putting her under my spell. Do you think it was easy turning such a lovely girl into a horrible monster? Nö, das... Da muss ich mal recht geben. You can turn humans into monsters? Does that mean all the others are they... Aha. Of course. Jade wasn't my first, you know. All my lovely girls used to be human. And the boys too. Ich dachte mir schon so etwas. There's nothing like making a monster out of a smug human who thinks they've beaten the house. That soon wipes the smile off their faces, let me tell you. Now listen here, you. Jade's coming with us. You'll be using her for no more of your nefarious nonsense. Ich bin ganz Bodos Meinung. Oh dear. I'm afraid my casino has a zero tolerance policy towards troublemakers.
I would throw you out, but I'd rather crush you to a pulp. Das will ich sehen. Aber wisst ihr was? Diesen Spaß erlauben wir uns in der nächsten Folge. Lassen wir mal Boogie hier durch die Gegend tanzen. Ja, diesen Wackeltanz werdet ihr jetzt ein paar Minuten ertragen müssen, während ich eine kleine Pause mache. Also bis zur nächsten Folge. Dragon Quest